Dann klicke ich mal auf Fortfahren und wir fahren fort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Im Halloween Special. Murder Suspect, mal zusammengefasst, was bisher passiert ist. Der hier, den wir im Titelbildschirm schon sehen, der Protagonist, der wurde erschossen. Also man sieht es ja in seinem Rücken, dass die orangenen Strahlen, das Licht, das durch seinen Körper, durch siebten Körper durchscheint. Er wurde 12-mal oder wie oft waren es einfach, wurde mehrere Male in den Körper geschossen. Er wurde ermordet auf offener Straße nachts. Er war ein Detective, er ist auf eigene Faust alleine losgefahren und wollte einen Mord aufklären und eine Zeugin untersuchen, verhören, aufsuchen in der Wohnung und wurde dabei erschossen und lag dann als Leiche auf der Straße und hat dann gemerkt, dass er wieder aufstehen konnte und war dann tot. Jetzt ist er ein Geist. Und läuft als Geist durch die Straßen und kämpft gegen Dämonen und weitere Sachen und versucht seinen eigenen Mord aufzuklären. Als Detective, als Geisterdetective. Also er kann nicht wirklich mit den, das Problem ist, er kann nicht wirklich mit Menschen sprechen. Aber er versucht dann halt durch die Welt der Toten zu laufen und die Sachen, die er anhand den Sachen, die er sieht, kann Gedanken lesen, kann er den Leuten so die Informationen locken. Und jetzt hat er auch zuletzt, was wir zuletzt erlebt haben, war, dass er in der Kirche mit Dämonen reingelaufen ist und dort dann eine Lady gefunden hat, die tatsächlich mit Geistern kommunizieren kann, die ihn sehen kann. Die Menschen können ihn auch nicht sehen, also sie ist die Einzige, die ihn dann sehen kann und da sind wir dann stehen geblieben, in der Kirche, dort in der oberen Dachgeschoss, im Dachgeschoss, wo sie versteckt hält und jetzt schauen wir mal, wie sie uns helfen kann. Ich bin auf Fortfahren und schau mal, wie es hier losgeht. Und da wären wir. Da haben wir die dämonischen. Die großen Flecke, die können wir in Besitz ergreifen können. Auch von Wesen, zum Beispiel von der Katze. Von manchen Menschen auch. Wir können natürlich durch Wände gehen, als Geist. Ah, hier haben wir die Szene nochmal mit ihr. Da ist sie endlich. Warum finde ich nie meine Schlüssel, wenn ich los muss? Wie kann ich zu ihr durchdringen? Muss rausfinden, was die Zeugin weiß. Besitz ergreifen. Gut, das wird nicht so gut gefallen. Für den Nachbarraum. Haben wir eine Sache. Okay, die Todesfliegen und Turm. Ja. Ja, durch manche Wände können wir nicht durch. Weil die irgendwie verzaubert sind. Dämonen. Und durch die Wände, durchs Aufleuchten, dann können wir nicht durch, weil dort Spielbegrenzungen sind. So, was die Zeugin weiß, auch haben wir am besten Griff von ihr, Besitz von ihr greifen.
Okay. Schauen wir mal. Was würde sie an den Glockenmörder denken lassen? Die Kirche? Würde ich sagen. Okay, das funktioniert wohl nicht. Das letzte Mal ist ein bisschen her, deswegen könnte das jetzt knifflig werden. Sieh, wie sie sich versteckt. Ja. Ich dachte, es näher ist wie. Verdammt! Wenn du nochmal von mir Besitz ergreifst, dann. Oh, du hast kein Recht, deine ungeklärten Sachen bei Warte mir abzuladen. Warte mal, ich jage meinen Mörder, okay? Jemanden, der vor knapp einer Stunde kurz davor stand, dich anzugreifen. Und wenn. Sekunde mal. Du kannst mich sehen und hören? Das ist neu. Heilige Scheiße. Du bist ein Medium. Na, ich hab vielleicht ein Schwein, was? Ich hab grad die perfekte Helferin gefunden. Was ist nur mit euch Typen und meiner Familie? Den Cops zu helfen, ihren Job zu erledigen, ist kein Privileg, sondern eine Falle. Ich bin nicht deine Informantin, Partnerin oder Freundin. Ich schulde euch nichts. Wenn überhaupt, schuldet ihr mir was. Ja, ja, schon klar. Du bist tough. Okay. Du bist nicht tougher als er. Du hast gesehen, wozu er fähig ist. Er ist hinter dir her oder jemandem aus deinem Umfeld. Wen auch immer er tot sehen will, der kann froh sein, noch zu leben. Ich weiß, was ich tue. Und du kannst mir helfen, ihn aufzuhalten. Du musst mir nur ein paar Fragen beantworten. Hör mal. Es tut mir leid. Was mit dir passiert ist, war furchtbar. Und du hast mir das Leben gerettet. Also, was willst du? Okay, der Russen muss Zeugen weiß. Warum sollte der Mörder nach dir suchen? War das die einzige Frage, die wir stellen können? Ich wurde ermordet, als ich diesem Hurensohn zu deiner Wohnung folgte. Also warum würde er nach dir suchen wollen? Dieser Irre hat wahrscheinlich meine Mom gesucht. Und nicht mich. Ich bin ein Niemand. Unsichtbar. Meine Mom und ich haben uns bemüht, damit das so bleibt. Nicht jeder will bemerkt werden, weißt du? Hör mal, ich bleib nicht mehr lange hier. Hat deine Mom gesucht? Was soll das heißen? Sie ist wie ich. Aber sie hat es trotz ihrer Gabe geschafft, ein anständiges Leben zu führen. Das hat sie vermutlich zu einem Ziel gemacht. Ah, ja. Wo ist deine Mom, Kleine? Vermutlich tot. Sie würde mich nie verlassen, ohne ein Wort zu sagen. Nie. Ich weiß nicht, wo sie ist. Doch der Glockenmörder hat was mit ihrem Verschwinden zu tun. Dass er heute Nacht aufgetaucht ist, beweist das. Okay, wenn er sie umgebracht hat, warum sollte er in ihre Wohnung zurückkehren? Keine Ahnung. Das Schlimmste anzunehmen hat noch nie geholfen. Wolltest du mich nicht was fragen? Ich frag doch die ganze Zeit. Warum lebst du nicht dort? Wegen Leuten wie dir, die einen ständig um Hilfe bitten. Die versuchen, ein letztes Mal Kontakt mit geliebten Menschen aufzunehmen oder ein verrücktes Problem lösen wollen. Ich liebe meine Mom, aber ich kann nie lange an einem Ort bleiben, sonst finden mich Leute wie du zu leicht. Hm. War auch nicht oft zu Hause, als ich aufwuchs. Ich weiß, es ist hart. Okay, okay. Was hast du in deiner Wohnung gemacht? Ich wohne da, Sherlock. Oder tat es, was auch immer. Meine Mutter wird seit ein paar Tagen vermisst. Ich sehe sie nicht so oft, aber sie verschwindet nie einfach.
Nicht so. Ah ja. Anständiges Leben? Die wichtigste Frage machen wir zum Schluss. Du kennst sie vielleicht. Sie hat mit den Cops am Glockenmörderfall gearbeitet. Als angestelltes Medium. Als Profilerin. Sorry, Kleine. Da klingelt bei mir nichts. Das habe ich in der Wohnung gefunden. Erwähnt was über irgendein Buch zum Glockenmörder. Und es ist ihre Handschrift. Dachte ich mir, das würde ich zum Glockenmörder. Wenn sie Profilerin war, ist das wohl das Buch, in dem sie ihre Notizen zum Fall hat. Sollte im Revier sein. Echt? Die letzte Frage. Hast du meinen Mörder vor heute Nacht schon mal gesehen? Irgendeine Ahnung, wer er ist? Ihr Cops habt so wenig Hinweise, dass ihr wahllos Leute fragt, ob sie wissen, wer der Mörder ist? Jetzt verstehe ich, warum ihr so viel Hilfe braucht. Ich frage keine Leute. Ich frage die Zeugin, deren Leben ich gerettet habe. Du bist allein nicht sicher. Jemand muss auf dich aufpassen. Identität des Mörders. Wir Cops finden Vermisste. Ich habe dich gefunden und ich kann dir auch helfen, deine Mom zu finden. Dein Problem ist jetzt auch mein Problem. Keine Chance. Versteh mich nicht falsch. Du hast mein Leben gerettet und das kann ich nie wieder gut machen. Aber deine Probleme sind deine. Meine sind meine. Da sind sie. Viel Glück. Wirst es brauchen. Viel Spaß im Jenseits. Warte mal. Geh noch nicht. Warte mal eine Sekunde, ja? Hör zu. Es geht auch um deine Mutter. Wir müssen zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten? Was kannst du schon ausrichten? Du bist tot. Das wird wahrscheinlich nicht. Lass mich in Ruhe! Das wird wohl nichts. Lauter Schrei. Der Schrei der Zeugen hat mich auf schmerzhafte Weise desorientiert. Wie kann das sein? Sie hat wohl magische Fähigkeiten. Sie weiß noch mehr. Sie darf nicht abhauen. Es muss einen anderen Weg nach unten geben. Spüre die Zeugen auf. Darf die Zeuge nicht aus den Augen verlieren. Und sie kann mir helfen, den Glockenmörder zu finden. Okay, wie komme ich hier raus? Mit der Katze bestimmt. So wie ich reingekommen bin. Okay, und wie kam die Katze hier rein? Wie war das noch gleich? Hier, das offene Fenster. Okay, wo ist sie hin? Wie war das nochmal mit den Müffen? Leertaste scheinbar nicht. Okay, wir müssen sie finden und am rausgehen hindern. Wir machen das am dümmsten. Okay, so sind wir wieder unten. Können wir hier irgendwie rein? Nein, ja, hier können wir rein. Ist sie schon da oder ist sie
Warte, komm zurück. Ach, da ist sie. Du gehst schon, Liebes? Ja, sorry. Ich komme wieder. Warten Sie nicht auf mich. Sei vorsichtig, mein Kind. Oh, bei ja. Okay, wo ist die Katze? Ich brauche eine Katze. Ich brauche die Katze. Katze, Katze, Katze. Kätzchen. Bring mir die Katze überhaupt da rein? Wahrscheinlich nicht. Mit ihm komme ich auch nicht durch. Dachte ich mir. Da kommen wir nicht rüber. Okay. Ist gut, dass wir mit der Katze dahin kommen. Offenes Fenster. Okay, Katze. Kommen wir mit dir in einen anderen Raum. Ich weiß nicht, Angie. Brian ist ein toller Junge, aber seine Familie macht mir Sorgen. Naja, seine Mutter scheint eine Furie zu sein. Aber Brian ist es wert. Ja, das denke ich auch. Nicht. Aber Shelley ist nicht mit solchen Augen aufgewachsen. Kann man nicht durch. Oh, Sheila, alles wird gut. Sie werden ein langes, glückliches Leben haben. Oh, du hast bestimmt recht. Ihr seid beste Freundin seit wann? Der vierten Klasse? Ich schätze in gewisser Weise. Mit der Katze kommen wir nicht weiter. Du warst ihr immer eine großartige Mutter und ein Vorbild. Wenn sie einmal selbst Kinder hat, werden es sehr glückliche Kinder sein. Du bist ein Schatz. Ich muss zugeben, ich freue mich auf Enkelkinder. Hat sie irgendwas zu dir gesagt? Nein, zumindest nichts Genaues. Ich weiß. Warte! Komm zurück! Du gehst schon, Liebes? Ja, wie war das nochmal? Wie kam man da durch? Sei vorsichtig, mein Kind. Da müssen wir um den Weg vorbei finden. Aha. Ah, hier. Was ist los mit dir? Sehr schön. Ihm können wir jetzt rum. So haben wir das gemacht. Und raus hier. Ablenken. Einige Objekte können aktiviert werden, um Dämonen abzulenken. Es gewinnt ihre Aufmerksamkeit und verschafft dir eine Möglichkeit zum Vorbeischleichen. Die Rahmen sind oft nützlich, um Dämonen abzulenken. Okay. Verstecken, ja, ich weiß. Ihr Gebet spricht aus, was ich denke. Es wird da draußen mit all diesen Morden. Zumindest sind wir hier sicher. Ich bin nicht, dass ich vermisst kann. Ja, von hinten und dann er. Ja. Oh, das ist nicht gut. Mal einfach vorbeirennen. Yep. Raus hier.
Verdammt, was jetzt? Verdammt. Rekatswil. Also, wo ist sie hin? Katzengedanken lesen ist schwieriger. Das können wir nicht. Ach doch, können wir. Lauter Schreie, ausgerissene Zeugen. Dachboden der Kirche. Notiz der Mutter der Zeugen. Motiv des Mörders. Natürlich nicht. Und das hier. Geh jetzt. Notdürftige Zuflucht. Und schau nicht zurück. Xenozeugen. Ist auf dem Weg zum Revier, um ein Buch zu klauen. Da wird sie kaum auffallen. Hast du gewusst, dass ihre Mom für die Polizei arbeitet? Na gut, erzähl's mir nicht. Auf zum Polizeirevier. Nehmen wir ein Geistertaxi und fahren zum Revier. Müssen wir wieder durch die ganze Stadt. Unnötig. Ach so, die Dame, der können wir nicht helfen. Zumindest aktuell nicht. Okay, da können wir nicht lang. Müssen wir wieder durch die Stadt irren. Ich würde den Boss sofort der Hexerei beschuldigen. Ah ja. Hexerei beschuldigen ist noch ein valides Mittel in dieser Zeit. Ich meine, wir kamen von dort her. Mal schauen, wo ich hier lang komme. Aha. Das können wir entfernen. Das entfernen, um da durchzukommen. Verstecken. Ah, okay. Das ist eine Sackgasse. Eine ziemliche Sackgasse. Und hier ist ein Sammelgegenstand. Und fürs zu meinem Mörder.
Wir müssen wohl mal auf der anderen Seite unser Glück versuchen. Ist zu lange her, als dass ich noch wüsste, wo wir lang müssen. Wo wir hergekommen sind. Tja. Wie kommen wir hier raus? Am ehesten da drüben. Das hilft nicht weiter. Ah, vielleicht kann ich mich hier vorbeischleichen. Ja, exakt. Aha. Ist ein bisschen schwer, sich als Geist hier vorzubewegen. Wenn ich jeden Weg nehmen kann. Man durch diese grauen Objekte irgendwie beschränkt ist. So, 12 Meter noch. So Polizeirevier waren wir. Wie fühlt sich Sterben an? Das kann er dir sagen. Tiefgründige Gedanken von meinem NPC. Schau nun. Und da müssen wir letztendlich lang. Das Regen wird sich gefährlich an. Tja. Polizeirevier. Hier wird es nicht sein. Ich dachte, ich guck trotzdem mal nach. Guck mal hier. Was ist da schon? Hier waren wir auch schon. Der Zaun. Okay. Könnte den Charakter gar nicht steuern. Okay, da müssen wir hin zur Polizeistation. Da waren wir eigentlich schon. Ah, okay.
Vielleicht mal einen anderen Eingang suchen. Da geht's nicht lang. Nicht? Da geht's nicht lang. Warum denn nicht? Jetzt ist Haushalts. Gut. Was haben wir hier? Die Kirche, aber wir kommen nicht rein. Ah, ne, das ist das Polizeirevier. Das ist die Kirche. Wir müssen einen anderen Weg finden. Da geht's nicht lang. Okay, geht's nicht lang. Wie sollen wir dann da hinkommen? Tja. Durch die Mauer können wir nicht durch. Schön können wir auch erst, wenn sie jemand opfert. Öffnet es nicht, opfert. Die Schuppen opfern. Okay, vielleicht können wir hier. Ein kleinen Umweg gehen. Und wahrscheinlich nicht. Kaum zu glauben, dass ich so lange gelebt habe. Mhm. Erinnerung ans eigene Leben. Gibt es ein Sammelobjekt? Und da kommen wir natürlich nicht lang. Familienmitglieder 3. Der bringt doch nichts. Tja, also. Ich würde mal sagen, wollen wir es hier weiter versuchen? Machen wir an der Stelle eine kurze Streampause. Ich muss mir mal einen Kaffee holen. Kurze Toilettenpause, kurze Kaffeepause. Bis gleich. Machen wir so, dann spielen wir noch weiter. Ich mache mal eine Viertelstunde Kaffeepause. Bleibt dran, gleich geht's weiter.
So, weiter geht's. Dann muss es doch einen Weg geben, wie wir da reinkommen. Irgendwo muss es doch zum Zerribel gehen. Bestimmt können wir auch noch, wenn jemand gerade rauskommt. Okay, hier können wir vielleicht lang. Oder auch nicht. Es ist halt irgendwie schon ein bisschen nervig. Wenn du überall nicht lang gehen kannst. Oh, Kitzchen. Ich wollte hier. Das ist die Komodechkatze. Erstmal wollte ich das hier. Ist das noch dieselbe oder ist das die. Ist das schon eine andere Katze? Der können wir doch jetzt. Jetzt habe ich harte Stray-Flashbacks. Sehr harte Stray-Flashbacks. In der finsteren Gasse mit der Katze rumlaufen. Okay, hier lang. Dann können wir hier hoch. Das suchen wir weiter. Und weil wir sie besät haben, kommen wir auch. Und einfach wieder aussteigen. Okay, wo jetzt? Darüber oder? Natürlich nicht. Noch einmal von vorn. Mal hoch. Und zack. Ja, nun sind wir hier. Fetten, dass wir, oder sind wir jetzt, okay, wir sind nur für das Secret hier hochgerannt. Ist das dein Ernstspiel? Es sah doch schon so gut aus, dass wir da weiterkommen. Ist auch generell eine Sackgasse, oder? Irgendeinen Weg, wie wir hier weiterkommen. Hier hoch kommen wir nicht. Also ich sehe da auch jetzt keine Möglichkeit, selbst nur darüber kämen, ob ich hier hochklettern. Hier rein können wir nicht. Das ist die dreckige Katze, das war jetzt nur da, um. Das glaube ich ja fast nicht.
Wir müssen dann doch hochkommen. Hier kann es auch nicht lang. Hier müssen wir es wieder verlassen. Kommt die Katze mit oder? Das wäre nämlich wirklich hilfreich an manchen Stellen. Die Katze dabei zu haben. Ja, da sind wir ja genauso klug wie vorher. Ich sehe doch da drüben irgendwas, irgendwelche Figuren oder. Warum kommt man denn in ein Polizeirevier nicht rein? Das ist doch hier. Ich begreif's nicht. Aus einem Fenster geworfen. Wie furchtbar. Danke für das Begleit, aber. Ich würde gerne mal ins Ziel kommen. Okay, wenn wir hier nicht lang gehen können. Vielleicht können wir außen rum. Vielleicht der Polizist dort eine Ahnung, wie man zum Polizeirevier kommt. Okay, hier haben wir einen Spielplatz. Wir laufen so ziemlich in die falsche Richtung. Da geht's nicht lang. Wie du meinst? Brennende Ruinen. Jetzt sind wir wieder auf der richtigen Spur. Da geht's nicht lang. Okay, das wäre zu leicht gewesen. Diese Richtung. Toll, jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Oder nicht? Ah, hier sind wir. Angekommen. Hat doch lang genug gedauert. Komisch, jetzt hierher zurückzukommen, auf diese Weise. Ein Ort, den ich in harten Zeiten, in denen ich plötzlich wieder allein war, als Stütze gebrauchte. Seltsam, wie die Geschichte sich wiederholt. Heute Nacht war das erste Mal, dass er eine Pistole benutzt hat. Der Typ verlässt sich auf seine Nahkampffähigkeiten. Wenn du dich ihm also näherst, ist er im Vorteil. Aber Sir, wenn wir uns nicht nähern können, wie verhaften wir ihn? Erinnert euch ans Training.
Er ist jetzt ein gesuchter Copkiller. Wenn ihr ihn seht, schießt. Glockenmörder-Einsatzzentrale. Aha. Sein eigener Fall. Spuren in meinem Mordfall. Nein, Sir. Das wüsste ich selbst lieben gern. Nein. Zurzeit keine Verdächtigen, Sir. Das läuft auf schlechten Führungsstil hinaus, Lieutenant. Die Entscheidung, dass Ronan allein reingeht, verantwortest allein du. Wir verlieren einen unserer Männer und du hast weder einen Verdächtigen noch Hinweise? Also, Captain, er hat Handschuhe getragen und außer der Klinke an der Wohnungstür nichts angefasst. Hat keine Abdrücke, Fasern oder sonstige Spuren zurückgelassen. Und wenn du glaubst, ich will nicht auch, dass der Typ dafür bezahlt, liegst du gehörig falsch. Wir also, mehr was du sagst, Hinweise Rich, gefunden. Jeder weiß, er war dein Schwager. Daran brauchst du uns nicht zu erinnern. Verlierst du nochmal die Beherrschung, werden sich noch mehr von uns Ronin anschließen. Verstanden? Finde den Typen. Oder irgendwas, das uns direkt zu ihm führt. Sofort. Das ist ein Befehl. Ja, verstanden. Rex-Frustration. Okay. 1 von 11 Hinweisen, na sehr toll. Machen wir jetzt Ermittlungsarbeit. Recherche zum Glockensymbol. Symbol des Mörders. Opfer. Er hat noch nicht gepatzt, wird er aber. Ankunft der Leiche in der Leichenhalle 20.14 Uhr. Todesursache Obduktion ausstehend. Vorläufige Forensik, keine Fasern, kein verdächtiges Blut, DNA, keine Fingerabdrücke im Tatort. Aha. Aha. Polizei findet keine Hinweise. Wir haben schon Hinweise gefunden. Wie schlecht sind die? Vermisstenposter. Aha. Gegenüberstellung der Verdächtigen. Größe ca. 1,90, Gewicht ca. 95 Kilogramm, Bau athletisch, Ethnie kaukasisch, Augenfarbe blau, Erkennungsmerkmale immer mit Maske und Kapuze. Wir Korps halten zusammen. Ich muss an die Abteilung glauben. Wir Korps halten zusammen. Ja. Tut man das? Wenn das nur der merkwürdigste Anblick heute Nacht gewesen wäre. Aha, die Details hier. Das können wir sehen. Todesursache erdrosseln. Ah, wen haben wir denn hier? Ist jemand rausgegangen oder? So, er hier. Ich kann ja uns irgendwas dazu sagen zu den Sachen. Nein, dazu kann nichts. Uns fehlt aber noch eine Sache.
Den Hinweis haben wir übersehen. Und was zu den Verdächtigen sagen, die kann er nicht. Dazu kann auch nichts. Zum Glockensymbol vielleicht. Weiß er da etwas? Das ist das Letzte, was wir noch nicht haben. Oder das. Ich muss Infos zu den vermissten Mietern finden. Aha. Jerry Foster. Die Mutter. Mistmeldung für Jerry Foster zurückgezogen. In Haft. Aha. Befand sich in Haft. Er befindet sich jetzt in Haft. Okay, ein Hinweis fehlt uns aber noch. Wir sollten uns mal umschauen. Am Telefon vielleicht. Aha, hier, Ort der Mode. Mehr kann ich hier nicht herausfinden. Ich sollte lieber die Zeugin finden. Okay. Im Haftraum. Wir müssen einfach unseren Job machen. Weiß jemand, wo der Haftraum ist? Robinson hat das Mädchen im Verhörraum. Das Mädchen etwas weiß? Im Verhörraum. Es gibt gute Gründe, sich an die Regeln zu halten. Wo ist der Verhörraum? Holding Area. Aha. Jeder dieser Schritte ist eine Straftat. Jeder einzelne. Das verstehst du, ja? Nein? Okay, ist deine Beerdigung. Warte ab, entspann dich. Wirst eine Weile hier sein. Scheiße! Okay, hör zu. Hör zu, ich kann dir vielleicht helfen. Ist das Buch deiner Mutter zum Glockenmörderfall hier? Oh, ja, und es würde mir wahrscheinlich helfen, meine Mom zu finden. Aber wie schon gesagt, du bist tot. Wie solltest du mir helfen können? Hey, ich kenne diesen Ort besser als du. Bestimmten Weg. Wer war die Kontaktperson deiner Mutter? Wer? Keine Ahnung. Sie hat ihn immer nur Bastard genannt. Baxter. Okay. Sein Büro ist im ersten Stock. Bleib an mir dran. Ich bring dich hin. Los. Wohin? Sie sehen mich. Nicht mehr lange. Aha. Die Kamera ausschalten. Ist noch mehr Kameras? Bestimmt. Sei vorsichtig, Mädchen. Okay, wir müssen hier einen Weg für sie frei machen.
muss an die Abteilung glauben. Bitte keine toten Cops mehr. Aha. Können wir sie irgendwie... Mir nach, ich bring dich an diesen Cops vorbei und zur Tür auf der anderen Seite. Abklinken. Kinderspiel. Tja, letztes Mal bist du erwischt worden, Magellan. Bleib unten, sonst werden sie dich sehen. Hier ist eine, können wir vielleicht hier den Drucker. Wie seltsam. Ja, hier steht im Weg, können wir hier. Nicht anrückt. Das ist deine Chance. Ja, durch hier. Hier gehst du lang. Okay, wie wär's hiermit? Das muss wahrscheinlich hier lang. Du musst dich beeilen. Okay, noch was sammeln. Okay, hier komme ich nicht durch. Gut gemacht, Kleine. Wir sind fast da. Ich brauche keinen Cheerleader. Dank mir haben wir es bis hierher geschafft, oder? Du hast dich abknallen lassen, du Profi. Hey, Kleine. Ich kann ja nicht lang, du wirst mir helfen müssen. Kannst du... nicht rüberfliegen oder so? Ich bin ein Geist, kein Flugzeug, klar? Du brauchst mich, um sein Büro zu finden. Oh. Lies bloß nicht meine Gedanken und denk an nichts Gruseliges. Oh, wenn wir jetzt okay. Nicht quitt sind. Nicht ihre Gedanken lesen. Schade, kann ich wirklich nicht. Okay, Mann, jetzt raus. Ich mach das. Okay, die Ablenkung. Wie wär's hier mit? Was zum Teufel? Er bleibt hier. Los, verdammte Maschine, halt deinen Kopf unten. Okay, eventuell sollte ich mich noch mal hier umgucken. Ob ich hier noch was finde. Hier nämlich. Du hast sie erträglich gemacht. Tja, ich schätze, jetzt seid ihr vereint. Okay, hier muss ich gucken. Luft ist eigentlich rein. Müsste ich gesehen haben. Thank you.
kann es eigentlich kommen. Das war knapp. Wo sind denn alle? Detectives arbeiten in der Tagschicht. Okay, welches Büro ist Baxters? Da hinten im Flur auf der rechten Seite. Okay. Okay. Baxters Büro. Warte, gibt's noch was? Kongresstisch. Hier. Willst du geschnappt werden? Du bist so unauffällig wie ein Tornado. Hier sah es schon so aus, als ich reinkam. Ja, ich weiß. An wie vielen Orten kann man in so einem winzigen Raum ein Buch verstecken? Wer weiß. Fahndungsfoto. Jemand hat wohl ein echtes Vorstrafenregister versteckt. Jetzt habe ich den Beweis. Oha. Er hat diese Akte nie benutzt, um mich zu erpressen. Klar, lass dir Zeit, keine Eile. Das Buch findet sich bestimmt von selbst. Okay, nur die Ruhe. Cops verstecken Dinge nicht so offensichtlich. Ich muss nur dahinter kommen. Muss das Notizbuch der Mutter verlangen. Sie haben eine neue Nachricht. Die Vorgehensweise ändert sich bei jedem Mord. Der innere Antrieb ist der gleiche. Aha. Deswegen erscheinen die Morde beliebig und zusammenhängend. Aber die Polizei sieht die Verbindungen nicht. Außer Officer Baxter. Eigentlich vertraue ich ihm nicht. Aber er ist meine einzige Chance. Hier haben wir doch. Mach schon, wir müssen dieses Buch finden. Nerv nicht, such einfach weiter. Gefunden. Ist es das nicht? Na dann schauen wir uns mal um. Sammeln wir mal Hinweise. Ich komme zu uns selbst drauf. Ein Golden Champion. Fahrkarte. Baxters Fahrkarte. Ja. Beförderungsempfehlung. Noch weitere Hinweise finden. Ja. Hey, kannst du den Anrufbeantworter abhören? Okay.
Baxter. Du wurdest von dem Fall abgezogen. Ich will die Akten und das Buch des Mediums haben, sofort. Rex fragte immer noch nach dem Buch. Es muss also irgendwo hier sein. Gut. Tja, wie wär's mit hier? Auf dem Teppich. Wäre mal so eine Idee. Sag's ja nur. Ich meine, ich kann mich auch irren, aber... Oh Mann! Und was haben wir denn hier? Können wir noch andere Sachen finden? Was zum Körperumriss? Schrift, Gewehrschrank. Was ist denn hier drin sein, der nach innen aufgeht? Ich sag's besser dem Mädchen. Ich glaube, ich hab's. Zeig's mir. Da ist ein Knopf an der Seite des Waffenschranks. Ja, das ist es. Was liegt denn da auf dem Boden? Bitte sag mir, du weißt, was all diese Symbole bedeuten. Ja, ein paar davon kenne ich. Hä? Komisch, ihr letzter Eintrag lautet, er weiß von mir. Oh Gott, das heißt, er war hinter ihr her. Das weißt du nicht. Da wollten wir doch die ganze Zeit schon hin. Komm, wir müssen weiter. Oh, Mist. Keine Seiten liegen lassen. Hey, was ist das? Das Museum. Komisch. Wie kommt das in Ihr Buch? Keine Ahnung. Nimm es einfach, wir finden es später raus. Sie ist hier irgendwo. Ich sehe hier nach. Check du die Büros. Wir müssen los. Bleib außer Sicht. Los, los! Und wer ist hier? Zu diesem Kopf. Warte. Hier. Und die ablenken. Los, weiter los. Wo ist sie denn jetzt hin? Sie hat sie runtergeschafft. Warte. Ich muss nachsehen, ob die Luft rein ist. Rex. Wer ist das? Ein Kopf, dem du aus dem Weg gehen solltest. Okay, du musst zu dem Raum dort gelangen, aber warte auf mein Signal.
Hey, Lieutenant, warten Sie. Wissen Sie, was der ganze Aufruhr ist? Los! Bankerin ist aus dem Haftraum entkommen. Wir durchsuchen das Gebäude. Ist sie mit Routine verwandt? Ach du Scheiße, was ist das für ein Ort? Die Glockenmörder-Einsatzzentrale, alles, was wir bis jetzt über den Fall wissen. Nun, ich hab, was ich brauche, also. Man hey, sieht sich. Wenn du weiter versuchst, das allein durchzuziehen, bringst du dich noch um. Einigen wir uns auf. Ich schuld dir was. Scheiße. Okay, raus können wir jetzt nicht mehr. Gewieft. Durch die Vordertür. Hey, so leicht kommst du mir nicht davon. Wenn dir so viel an dem Fall liegt, dann find deine eigenen Beweise. Ohne mich wirst du deine Mutter nicht finden. Was? Wir haben doch, glaube ich, schon Beweis, dass sie tot ist, oder nicht? Und der Zeuge wird vermisst, Notiz der Mutter Zeugin. Und dann das hier. Okay, nicht. Die Notiz, ja genau die. Keine Notiz. Finde mein Buch im Polizeirevier und schau nicht zurück. Okay, hör mal. Deine Mutter schrieb das Buch, um zu helfen, den Mörder zu fassen. Aber es wird dir nicht sagen, was ihr passiert. Willkommen im Stream. Die Antworten auf unsere Fragen bekommen wir nur, wenn wir den Mörder finden. Ich brauche einen Helfer in der Welt der Lebenden. Wir gruseln uns ein bisschen in Mörder-Zoos-Aspekt. Wir sind ein Geisterdetektiv, der seinen eigenen Mord aufklärt. Ihr letzter Fall. Ashland Hills Friedhof. Sie können es nicht sehen, aber es ist da. Was? Keine Ahnung, Schätze. Mom hat gedacht, dort gäbe es einen Fall, der mit dem Glockenmörder zu tun hat. Die Cops sahen das anders. Gut, dann gehen wir als nächstes. Ashland Hills. Wir? Komm schon, wir brauchen einander. Du brauchst mich wesentlich mehr als ich dich. Von mir aus Partner? Okay. Fürs Erste. Der Moment ist alles, worum ich mich sorge. Ronan. Mein Name ist Ronan O'Connor. Ich bin Joy. Im Ernst? Ist Ronan etwa besser? Haben deine Eltern gedacht, dass du mal ein Gladiator wirst? Wir gehen also wirklich auf einen Friedhof. Yep. Ich muss was erledigen. Schlag vor, wir treffen uns dort. Nein. Du lässt mich nicht schon wieder. Wenn du mir folgst, kannst du unsere Abmachung vergessen. Wenn es so sein soll, dann sehe ich dich dort. Wenn nicht, dann nicht. Du tauchst besser auf diesem Friedhof auf, Kleine. Du bist die einzige Lebende, die mir bleibt. Da ist schon meine Tote. Okay, zum Friedhof. Und wo geht's jetzt zum Friedhof? In diese Richtung. So, wie geht's dir, Letux? So, mir geht's. Keine Ahnung, ist immer so eine schwere Frage. Ich komm schon irgendwie klar. Manchmal. Okay, hier hin durch. Was läuft bei dir in deiner Welt, Redux?
Mir ist okay, ich versuche einen Teilzeitjob zu finden gerade. Okay, dann viel Erfolg dabei. Beim Job finden. Den ganzen Krams mit Bewerbungsgesprächen und so. Werbung. Alles. Alles Beste dafür. Ich hänge gerade noch in der Ausbildung. Julias letzte Ruhestätte betrachtet. Jetzt ist es nur noch der Ort, an dem sie begraben ist. Schätze, ich werde hier auch begraben. Aber es ist für uns beide kein Heim. Nur der Ort, an dem sich andere an Vergangenes erinnern. Okay. Und dann war doch ihren Geist. Boo. Klasse. Als ob. Noch ein gruseliges Geistermädchen, das mich verfolgt. Ich mache gerade eine Ausbildung zum. Tut mir leid, dass es so lange her ist. Mediengestaltung. Digitalprint. Pixelschubser. Das Buch war perfekt. Ja. Als ob sich ein Geist durch. Ein Geist erschreckt einen Geist mit Buch. Auch großartig. Ich habe diese Woche Urlaub. Nächste Woche muss ich wieder in die Berufsschule. Deine geheime Besorgung bei der Tasche. Ja, wird dann streng. Ich Berufsschule. Kann dich nicht sehen und wir reden nicht miteinander. Klar? An diesem Ort wimmelt es von Leuten, mit denen ich nicht das Geringste zu tun haben will. Hey, wir sind auch noch Leute. Ne, Prüfung noch nicht, zum Glück noch nicht. Im Buch steht Zwischenprüfung genau ist im März. Aber. Aber ich sehe hier nur eine Menge Laub und Schlamm. Es ist. Hart das und anstrengend. Das kann keine Sackgasse sein. Wir haben zwei Tage die Woche, was 17 Uhr. 8 bis 17 Uhr Unterricht, das ist. Das ist ein bisschen. Überlass das. Pausenlos dann mit. Ja gut, ich glaube, wir haben drei Viertelstunden Pausen dazwischen. Das ist ansonsten also von 8 bis 17 Uhr, also bis 16.50 Uhr genau genommen, in der Bank sitzen und Frontalunterricht machen, das ist schon. Ich bin gespannt, also Mittwochs und Donnerstags haben wir bis 17 Uhr. Muss ich gucken, wie ich am, also Mittwoch habe ich eigentlich Screen-Tag. Muss ich gucken, ob ich mittwochs nach der Berufsschule dann noch in der Lage bin, irgendwas zu machen. Nachdem ich 17 Uhr die Bank, 17, nachdem ich 8 bis 17 Uhr da die Schulbank gedrückt habe, nachdem das da, machen wir hier Schlafstreams, wie ich schon gesagt habe. Machen wir ja, da penne ich hier am Stream ein und dann, dass man, da werde ich hier, lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich etwas suche? Ah ja, na dann viel Spaß. Wir werden sehen. Ich plane erstmal. Entschuldige, aber. Plane erstmal zu streamen in den beruflichen Wochen, aber. Nicht aus der Nähe. Versprechen kann ich nichts. Da war etwas hinter mir. Bin nicht sicher. Ding an der Küste. Aha.
Farbe zuletzt trocken, sauber, makellos, Sturm, versunken, lebendig, abgefragt. Trocken ist auch nicht. Verstorben. Okay, versuchen auch nicht. Diese Woche ist jetzt mal Halloween-Woche. Diese Woche habe ich noch Urlaub. Da müssen wir uns erstmal noch keine Sorgen um nächste Woche machen. Schauen wir mal. Wenn nicht, ist halt Mittwoch kein Stream. Machen wir montags, freitags und am Wochenende. Alles okay? Ich weiß nicht. Ich war so betrunken. Wir beide. In der einen Minute hat sie ihre Hände überall und in der nächsten bin ich im Wasser. Bis ich wieder hochkam, war sie weg. Ah, hat sie dich geschubst? Nein, nichts in der Art. Wie gesagt, ich hatte zu viel getrunken und verlor das Gleichgewicht. Ich war nur überrascht, dass sie danach einfach weg war. Etwas muss sie verschreckt haben. Ja, vielleicht deine im Wasser treibende Leiche. Was? Vergiss es. Ich weiß, ich sollte gehen. Aber vielleicht kommt sie zurück. Nein, sie kommt nicht mehr zurück. Unwahrscheinlich. Okay. Zwei von acht Hinweisen. Eine Wasserleiche. Ziemlich sicher, dass es am Ufer war. Ja. Hier gibt es bestimmt noch Hinweise. Ja, sicher. Sie noch mal untersuchen können wir nicht. Oh, Kacke. Ich wollte gerade sagen, ich bin softlocked. Das wär's. Warum ist das hier? Tja. Meine Luft. Ja, chillig. Irgendwo weitere Hinweise. Verbindung zum Glockenmörder. Bisher nur drei Hinweise. Ich übersehe doch ganz offensichtlich etwas. Ich komme voran. Kann jetzt nicht aufhören. Naja, nicht wirklich, oder? Ah, hier gibt's was, ein Stein. Entfernt. Hier gibt's was, aber das kann ich nicht untersuchen. Ja, immer noch ein Haufen nichts. Abschwemmend.
Warum Polizisten Absperranzug gelassen? Das wäre schon eine berechtigte Frage. 5 von 8. Sie hier bringen uns nichts mehr ein. Sie meint am Ufer. Es sei irgendwas. Am Ufer ist hier nur diese Sumpfleiche. Was weißt du über das Mädchen, das hier angeschwemmt wurde? Dieses Ding schwamm neben mir im Fluss. Ich glaube, es ist in den Büschen dort gelandet. In den Büschen versteckt. Okay. Schwer zu erkennen. Es ist so dunkel in den Büschen. Sie mal eine Taschenlampe. Hör auf, mich zu nerven. Joy, ich brauche deine Hilfe, um etwas aus den Büschen zu holen. Okay. Kannst du mal reinleuchten? Sieben von acht Hinweisen. Ein Seil. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber mehr war da nicht. Moment mal. Das kommt mir bekannt vor. Okay, da mal eine Hinweise. Wo habe ich das schon mal gesehen? Das Seil. Hier haben wir es schon mal gesehen. Die Frau und was ich muss bloß von dem Mann auf der Brücke, wie sie gestorben ist. Ich glaube eher, dass das der Mann ist, dass das die Leiche von dem Mann ist, die hier rumtreibt. Ja, einfach sieht zwar sehr wie nach einem Mann aus, nach einer Frau aus, aber sieht sehr nach einer Frau aus. Okay, keine Ahnung. Vielleicht ist das sie. Ich hätte das für einen der Leute hier, einen der Gäste. Vielleicht ist es sie. So eine Tragödie. Also von der Frisur her. Ein bisschen länger, oder? Weiß ich nicht. Werden wir wohl nicht erfahren. Wir werden es wohl nicht erfahren, ob es seine Freundin ist. Ihre Leiche wurde angeschwemmt, also wurde sie flussaufwärts ermordet. Aber wo? Ist nicht wichtig für unseren Fall, für unseren. Kilometer an Flussbänken auf beiden Seiten. Da kann ich genauso gut eine Nadel in einem Haufen von Nadeln suchen. Nein, du Genie. In dem Fall wäre es ein Nadelhaufen, in dem es von Geistern wimmelt. Wünschte, wir könnten sie fragen. Weißt du? Sophia. Heilige Scheiße, vielleicht können wir das. Das ist der Geist, der mich beobachtet hat. Dieses Mädchen wollte mich nicht in Ruhe lassen. Da drüben. Ah, ja, sieh, das könnte passen. Sie auf dem Foto. Das könnte ihr Körper sein. Verdammt, hör auf damit, ja? Warte, lass mich nicht allein. Hast du das gesehen? Ja, sie hat mit dem toten Polizisten gesprochen. Ein kleiner Mann, okay. Gib mir eine Chance. Hey, ich brauche Hilfe, bitte. What the fuck ist das? Hörst du das? Ja, natürlich habe ich das gehört. Dämonen. Ja, Dämonen. Die fehlt mir noch. Scheiße. Die haben mir hier noch gefehlt. Mir hinterher. Okay, da drüben haben wir einen Dämon. Ah,
Oh. Die Sommer verkauft. Okay. Oh, verdammt. Sind nicht hier. Oh, Kacke. Während der Mond. Ein schlechtem Besiegen. Uh-oh. Jetzt soll ich mir auf meinen Spuren. Oh oh. Ich bin tot. Und sowas von tot. Durch mehrere Dämonen. Wie soll man das denn nur schaffen? Einfach rennen! Komm schon, Mann. Kann doch nicht so schwer sein. Dann komm her und versuch du es. Okay. Wenigstens gibt's dann später was zu erzählen. Das ist wie ein Zaun, oder? Ich meine, wie viel kann das wiegen? Wir versuchen gerade einen Grab zu plündern. Das wird nicht gut ausgehen. Und das mitten in der Nacht. Aha. Du hast da ein paar Freunde, die zu dir gehören. Hi, Kleiner. Wer war der Held? Mein Urgroßvater. Ich habe einige seiner Sachen auf dem Dachboden gefunden. Hab sogar einen Schluck aus seinem Flachmann genommen. Allerdings spricht keiner in der Familie über ihn. Ich denke, das liegt an seinen gruseligen Kriegsgeschichten. Muss toll gewesen sein, jemanden mit dem Bajonett aufzuspießen oder ihm das Hirn rauszublasen. Vertrau mir, Kleiner. Solche Sachen vergisst du nie. Du wirst dir nur wünschen, du könntest es. Na und? Er war ein Held. Ich würde alles tun, um so in Erinnerung zu bleiben. Stattdessen halten die Leute mich für einen Feigling, der Selbstmord beging. Tut mir leid, Kleiner. Ich hab's nicht getan. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich bin kein Feigling. Und wenn ich noch leben würde, würde ich jedem, der mich so nennt, die Kehle durchschneiden. Okay, okay. Das war aber ziemlich feige. Okay, und die wollen das Grab seines Vaters rein. Ah, da haben wir sie wieder. Die könnte eine Schlüsselfigur werden. Okay, keine Dämonen gerade hier. Wir befinden uns hier im ältesten Teil des Friedhofs. Eine Friedhofsführung bei Nacht. Gegründet wurde. Sehr schön. War das vor oder nach den Prozessen? Oh. Den Teil mögen Sie wohl sehr. Gerade gefragt, ob das vor oder nach den berühmten Prozessen war. So eine kurze Führung. Tja, ist ja auch schon spät. Wir gehen jetzt dann. Es lief mir kalt den Rücken runter. War das ein Geist? Tja. Das kann schon sein. Ob es da drin wirklich spukt? Es gibt hier so viel mehr als Hexen. Hier ist ein Metzgergeist. Herr Kumpel, hast du ein Problem? Könnte man so sagen. Ich war ein Metzger, bevor dieses Miststück Hummeln im Hintern bekam und rumschnüffelte. Leute kamen von weit her, um bei mir einzukaufen. Ich bekam mehr Auszeichnungen, als ich an der Wand aufhängen konnte.
Dann verschwindet ihr kleiner Junge und auf einmal bin ich in der Todeszelle. Lass mich raten, du hast ihn umgebracht. Ich habe ihn nicht getötet. Ich habe nie einen von ihnen getötet. Das habe ich meinen Schweinen überlassen. Sie müssen den Rest ihres Lebens heimsuchen und dann? Ganz einfach. Ich frage sie, wie ihr Sohn geschmeckt hat. Ist eine witzige Sache bei Schweinen. Du wärst überrascht, wie sehr ihr Futter ihren Geschmack beeinflusst. Hab gehört, da draußen gibt's einen besonderen Ort, der für Monster wie dich reserviert ist. Ist ja widerlich. Auch solche Gäste gibt's hier. Aha. Das sind die Dämonen ganz weit weg. Die machen uns jetzt kein Problem. Quarantäne. Ah ja. Keine Dämonen. Ja, ist das? Nun, das war nur ein Opfer im Namen der Wissenschaft. Ein Opfer aus Fleisch? Klingt mehr nach Voodoo als nach Wissenschaft. Manche mögen es so nennen, aber sie vergessen den Zweck der Wissenschaft. Die Welt um uns und die Kräfte, die sie beherrschen, zu verstehen. Nur weil die Forschung manchmal etwas unappetitlich sein mag, sollten wir uns nicht abwenden. Abgesehen davon habe ich jetzt viele Exemplare zum Arbeiten. Ah, ja. Sie haben an diesen Leuten experimentiert? Die meisten sind ohnehin so gut wie tot. Ich rette, wen ich kann. Der Rest wird sinnvoll eingesetzt. Das waren Menschen, keine Versuchskaninchen. Ja, ein sehr guter Doktor. Macht, ich habe zu tun. Ein wahrer Heiliger, dieser Doktor. Eine Laterne. Woran sind diese Leute erkrankt? Ich glaube, es ist Gelbfieber. Ich habe die Schwestern darüber reden hören. Etwas über die Leute, die am Panama-Kanal arbeiten. Sie müssen es mitgebracht haben. Bitte, ich kann hier nicht sterben. Sie werden mich für seine Experimente benutzen. Excuse me, du bist tot. Was redest du da? Das war ein Lazarett. Sie wollten dir helfen. Verstehen Sie nicht? Das war eine Quarantäne. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Wo ist dein Geist? Nur der Tod. Bad news for you. Ich bin zu müde zum Kämpfen. Hey, ja, ich bin auf deiner Seite. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen. Sie sieht gruselig aus. Oh. Warum kann sich jeder bescheuerte Geist außer mir teleportieren? Ich muss rausfinden, wie das funktioniert. Teleportieren. Halte linke Maustaste gedrückt, um den Zielmarkierung anzuzeigen. Bewege die Markierung mit der Maus, lasse linke Maus los zu teleportieren. Ah ja. Schade, dass wir das noch nicht früher konnten. Das hätte hilfreich sein können. Thank you.
Okay. Der Kranz. Grammophon. Wo ist sie hin? Gerechtigkeitsstatue. Gesehen. Hilfe! Der hier fantasiert wieder. Ich fürchte, er hat gleich wieder einen Anfall. Beruhigen Sie ihn so gut es geht. Seine inneren Organe versagen. Er hat nicht mehr viel Zeit. Ja. Ich würde mal sagen, wir haben sie verloren. Aber sehr praktisch, diese Sache. Weiß nicht mal, wo sie hin ist. Hast du aufgepasst, Litox? Weißt du, wo sie hingelaufen ist? Da drüben vielleicht. Also hier waren wir eigentlich schon. Ja. Jetzt ist sie hier hin. Warte mal. Ah ja. Da ist sie. Hier ist Travis, der Geisterjäger, und wir sind in Salem, Massachusetts. Wegen der Geschichte dieser Stadt ist sie eine Brutstätte für Geister. Suchen einige dieser gequälten Seelen... Wenn du doch bloß wüsstest, wovon du da sprichst. Da stehen Geister in die Kamera. Travis, meinst du nicht, dass es etwas übertrieben? Okay, cut. Dwayne, wie oft habe ich dir... Ich hoffe, ich habe das Mondlicht im Rücken. Das kannst du in der Show nicht sagen. Lachen die Leute uns doch aus. Naja. Gerade wegen der Übertreibungen schalten die Leute ein. Okay, tut mir leid. Moin. Einer in der Gruft. Was ist passiert? Missglück der Exkursion? Nein, nein, nein. Warum hast du die Tür hinter dir zufallen lassen? Wovon redest du da? Oh, die Tür lässt sich nur von außen öffnen. Jetzt bist du auch hier eingeschlossen. Wenn ich Vorlesungen verpasse oder hier erwischt werde, könnte ich mein Stipendium verlieren. Die müssen mich rauslassen.
Bad news for you. Du meinst, das ist nicht mal deins? Natürlich nicht. Und langsam fängt's an, mir Angst zu machen. Das war bloß Kappa Delta Phi's Vorstellung von Spaß. Ich hab nichts gegen die Erniedrigung neuer Studenten, aber das geht zu weit. Weißt du was? Bist der Mensch hier drunter? Wirf dich richtig dagegen. Vertrau mir, wenn du rauskommst, werden deine Vorlesungen das Letzte sein, woran du denkst. Ja. Und tschüss. Okay, sie ist doch hier hoch, oder? Ist sie hier unten mit ihm? Okay, in das Grab können wir da nicht rein. Okay, Dämonen. Jetzt alle auf einem Fleck. Fantastisch. Ein paar Dämonen und ich bin tot. Also nicht tot, ich meine tot bin ich schon die ganze Zeit, aber dämonisiert. Wenn wir hier einen Ort zu verstecken hätten, dann könnte man da einfach durchrennen. Guck, der Rabe. Kann mich nur zu verstecken. Das ist wirklich irgendwie scheiße. Die Zeit muss sein. Will dir helfen und rausfinden, wer dich ermordet hat. Ja, ich bin Polizist. Die Polizei hat sie ermordet. Mein Gott, du versuchst nicht vor mir zu flüchten. Du willst mir etwas zeigen. Ach so. Nur von eins Hinweis. Aha. Astrisseil. Oder auch nicht. Du bist Hexenprobe aus. Ich wusste es. Der Glockenmörder.
warum sollte er sich die Mühe machen, dich auf diese Art zu töten? Hey, schon in Ordnung. Du kannst jetzt aus dem Wasser kommen. Ist okay, komm. Ich bin auf deiner Seite. Zum Teufel ist das? Vertrag? Was meinte er mit Vertrag? Nein. Das ist die Erinnerung an deinen Mord. Du bist zu jung, das solltest du nicht sehen. Na komm. Sie will es dir zeigen. Bist du denn blöd? Lass den Fall lösen. Wer bist du? Was machst du da? Vielleicht hat sie sein Gesicht gesehen. Das wäre super. Vielleicht war er so leichtsinnig, das sein Gesicht zu zeigen. Dieses in dem Motto, sie wird sie eh nicht mehr. Sie wird keinen verraten können. Das Zeichen. Doch schon mal blöd wert. Er hat was auf dich gemalt. Sein Symbol, es muss was bedeuten. Wir sind von dem Erfolg doch schon einen Schritt näher. Das war's. Ich sollte zu Joy zurück. Symbol des Glockenmörders. Zurück zu Joy. Wo ist Joy? Das ist die große Frage. Gibt es noch Sammelgegenstände? Aha, stimmt, wir können jetzt hier übers Wasser. Gegenstand. Ich glaube, das ist da drüben. So auch der Ort, wo war. Da ist Ronan, Joy. Ich habe Schreie gehört und. Schön. Dir geht's gut. Ja, tot bin ich immer noch. Ich hoffe, du hast was gefunden. Ja, habe ich. Der Glockenmörder hat sie ertränkt und ihre Leiche den Fluss runtertreiben lassen. Mutter hatte recht. Das ist ein Glockenmörderfall. Hast du eine Spur von meiner Mom gefunden? Überreste einer Erinnerung oder so? Tut mir leid, Kleine. Gut, dass du nicht gesehen hast, was er dem Mädchen angetan hat. Der Typ ist... Er ist sadistisch. Eins ist merkwürdig. Er hat das Mädchen nach einem Vertrag gefragt, bevor er sie getötet hat. Vertrag? Glaub nicht, dass ich was über einen Vertrag gelesen habe. Das war eine Frage. Nein, warte. Ein anderer Fall. Mögliche Glockenmörder-Überlebende. Iris Campbell. Paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Wirres Gerede über Verfolgung.
und ein Vertrag. Schon wieder Vertrag. Steht da vielleicht, wo sie ist? Hier steht nur Luxa Turner. Ist das ein Ort? Ja. Luxa Turner ist eine psychiatrische Klinik. Das war ja klar. Okay, kann's losgehen? Eigentlich, geh schon vor, ich muss hier noch jemanden besuchen. Oh. Wir treffen uns bei der Klinik. Da ist das noch schlimmer als hier. Das glaube ich sofort. Julia O'Connor, oh, seine Frau. Bald. Bald sind wir zusammen. Bald schon. Das kommt eher an ihr Grab. Was hat das jetzt zu bedeuten? Es tut mir leid. Wirklich, oder? Ich habe schlechte Neuigkeiten. Mach dir keinen Kopf, sie weiß es schon. Da gibt es die Schuld für seinen Tod. Ja, sie weiß es schon. Wir haben sie am Anfang kurz getroffen. So, Friedhof abgeschlossen. Auf zur Psychiatrie. Luxa-Turner-Anstalt. Aber das würde ich gern bei einem anderen Mal machen. Mal schauen, wann wir dafür Zeit finden, das Wetter zu spielen. Den ersten Teil gibt es erstmal am 31. auf YouTube. Also wenn man den Anfang sehen wollt, wir haben ja heute ziemlich aus der Mitte heraus in der Kirche angefangen zu spielen. Wenn ihr den Anfang sehen wollt, müsst ihr am 31. Mal auf YouTube vorbeischauen. Das Halloween Special um 14 Uhr gucken. Und weiter geht's hier irgendwann mal. Nächste Woche werde ich wieder Monkey Island und Beyond Two Souls werde ich dann anfangen im Stream. Mal schauen, wann wir mit Murder Two Suspect weitermachen. Irgendwann, vielleicht kann ich irgendwann mal dazwischen schieben. Ja, ich würde erstmal sagen, ich hoffe, hat es gespeichert. Können wir gucken. Ja, genau hier. Machen wir das nächste Mal weiter. Das nächste Mal nicht, mal schauen, wann wir wieder Murder spielen. Murder Souls Aspekt. Jetzt für die Halloween-Woche habe ich es nochmal ausgekramt, weil ich es auch als Halloween-Special geplant habe. Den Stream werde ich dann wahrscheinlich, ja, vielleicht sogar direkt am 1. November als Stream-Aufzeichnung auf YouTube hochladen. Also, schöne Grüße, YouTube. Däumchen nach oben auf YouTube, sollte es euch gefallen haben. Däumchen da lassen. Glocke aktivieren und so weiter. Schaut auf Twitch vorbei. Da streame ich regelmäßig live. Solche tollen Sachen. Aber auch andere Sachen, die gerade erwähnt wurden. Gut. Na dann. Ich würde sagen, ich schicke den Endcards. Dann raiden wir noch rüber zu jemandem, der gerade noch live ist. Und dann sehen wir uns
am Freitag wieder zu The Darkseid Detective. A Fumble in the Dark. Auch Detektivgeschichte. Im Pixel-Style. Ein bisschen komischer als dieser. Ein bisschen humorlastiger. Ist Letox auf Freitag wieder einschalten. Und am Samstag unbedingt einschalten, da spielen wir dann, wenn nichts schief läuft, wenn nicht noch was dazwischen kommt, spielen wir am Samstag Pen and Paper, die nächste Pen and Paper Runde. Da wird es dann Halloween-mäßig gruselig in Pen and Paper. Wir spielen kleines Horror-Abenteuer mit dem Modi-Head-Spielleiter. Wir spielen Pen and Paper Spirit Hunters. So wurde das, so haben wir das Ding genannt. Da werden wir ein paar Geister, da werden wir einen Haufen Geisterjäger spielen, die auf Missionen gehen, ein paar Geister zu jagen. Und tatsächlich, so wie die Leute am Friedhof, die wir gesehen haben, die so ein bisschen versuchen, so auf gruselig Spuk zu machen, aber dann tatsächlich blöderweise auf wirklich echte Geister treffen und mit denen dann mit echten Monstern zu tun kriegen. Also wird spannend gruselig im Pen and Paper am 29. am Samstag. Ja. Für heute kriege ich am besten mal den Endcard. Danke fürs Zuschauen. Bis gleich in der Endcard auf Twitch. Auf YouTube sage ich schon mal ciao. Haut rein. Bye-bye.